So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer kurzen Runde KSP. Wir sind immer noch in der 1-2 Pre-Release im Hard Mode, sind am Geld verdienen, haben einige Aufträge angenommen. Und ich würde sagen, als erstes schicken wir doch mal den Satelliten hier in den 3000 Kilometer Orbit. Gibt 70.000. Nehmen wir direkt einen unserer Standardsatelliten. Der Konsat kostet 12.000. Naja, gut. Doch recht teuer. Okay, aber egal. Launch. Hallo Kio. Guten Tag. Ich sollte natürlich auch auf den Launch-Knopf drücken. Heute wird wahrscheinlich nicht viel konstruiert, sondern eher nur Missionen geflogen, um Geld zu verdienen. Okay, SAS an. 3, 2. Wobei, ich bin am Überlegen. Wir recovern das Ding mal. Ich habe mir auch überlegt, ich werde doch mal wieder die Saves anlegen, falls wieder ein Kerbel beim EVA einfach in die Luft fliegt, wenn uns Bugs ereilen. Ich glaube, dann kann man wirklich auf den Safe zurückgehen. Und was wollte ich machen? Ich wollte, weil wir jetzt ja schon Control Surfaces haben. Warum ist denn das so niedrig? So, nennen wir das mal COMSAT 02, Save und ersetzen das durch Control Surfaces, die wir steuern können. Stimmt, das sind die gleichen. So, und oben machen wir das Gleiche. Wobei, da sind Liquid Fuel Engines dran. Beziehungsweise ist eine Liquid Fuel Engine dran, die braucht das nicht. Okay. So, COMSAT 02. Kleines Update. Und der Contract satt. So, 3, 2, 1. Ich habe mir den Orbit gar nicht angeguckt. Okay, er ist. Inklination ist vernachlässigbar und er ist prograde. Oszilliert ein bisschen. Gut, dass ich die Steuerflächen noch angebaut habe, weil wir vor allem auch gesteuert haben. Oh, zu früh, zu früh, zu früh, zu früh. Nein. Zu früh eingeschlagen bei 8 Kilometer. So. Kilometer Apoapsis. Ich würde sagen, wir können so langsam in den Horizontalflug übergehen. Da man in der Nacht nicht wirklich was sieht, gehen wir mal gleich auf den Screen hier. Ich würde sagen, machen wir die zwei Rescue-Missionen noch. Das ist ein Consat.
Moment, schalten wir die mal wieder ab. Genau, zwei Single-Rescue-Missionen. Ausgebrannt. So. Antenne von dem Ding raus. Die Apoapsis kötet Millimeter nach unten, aber ich denke, das ist in Ordnung. So, ach, was hätte ich gerne eine Probe, die ProGate steuern kann. Okay, und voller Schub. So, reicht ihm das schon, scheinbar. Auftrag erfüllt. Okay. 299 zu. Hat mal hier einen auf 3000 Kilometer. Oh ja, haben wir einen Kommunikationssatelliten auf 3000 Kilometer. Warum nicht? So, dann würde ich mal sagen, zwei Rescue-Aufträge. Da müssen wir noch mal kurz ans Designbrett. Und zwar, da haben wir jetzt die neue K2-Kapsel aus der Mod. Da machen wir mal, wie hieß das sonst mal, Rescue-Ship? Rescue Ship haben wir diesmal noch gar nicht gebaut. Okay. Neu. Wir nehmen die Zweierkapsel. Wie gesagt, K2 Command Pod ist ein kleines Mod. So, was hat denn der Command Pod alles? Er hat auf jeden Fall zwei Sitze. Ist ein bisschen schwerer als der Single Seat, aber sieht ein bisschen besser aus, als würde man zwei Single Seats übereinander bappen. Crash-Toleranz wäre noch interessant. ...20 Meter kann er ab. Er müsste eigentlich ein kleiner Fallschirm reichen. So, die Kappler. Bauen wir uns da eine kleine Manöverstufe ran. Hallo Timmy. Keine Ahnung. 2145. Auf jeden Fall schon mal eine Menge. So, damit hat er auch Strom. Ist das Ding eigentlich schon fast fertig? Antenne brauchst nicht.
Schild haben wir. Okay, dann muss das Ding jetzt eigentlich nur noch ins All. So, Gemini-Rakete. Wir haben immer noch erst nur diese Tanks. Die Swivel ist auch unsere stärkste Engine. Ich würde sagen, noch ein Tank. Dieses Schubgewichtsverhältnis 1. Und dann mal vermutlich 4 oder 6 Booster. Das hat dann wieder nicht gegriffen hier. So. Wow. Okay. 14.000. So, 4 Booster müssen wir eigentlich nicht strutten. Die Engine kann mitbrennen. Damit ist das Ding steuerbar. Nee, stopp, die gehören zusammen. So, und dann nehmen wir hier Fins. Nehmen wir die Winglets. Kann man eigentlich sogar auch ohne Engine steuern. So, und für eine getrennte Delta-V-Berechnung machen wir die doch nochmal aus. TWR in den Boostern ist 2,11. Definitiv zu viel. 1,60. Und dann kann die Engine doch wieder mitgezündet werden. Wir saven das. Der Bild will gleich mitfliegen, weil er noch kein Sternchen hat. Nee, das geht nicht. Wir brauchen den zweiten Platz. Und go. Müssen wir mal gucken. Es sind inklinierte Orbits, die wir wollen, von daher. Ist denn das auch schon wieder ein Rescue? Haben wir den schon oder haben wir noch nicht? Okay, wir zentrieren den Kerbin. Der ist scheinbar in Inklination 0 Grad Orbit, das heißt, den können wir zum Justieren nehmen. So, gehen in die Ebene. Okay, jetzt sind beide Orbits ein Strich, so mehr oder weniger. So, hier. Das heißt, wir wollen hier starten. Und in Richtung Nordost. So, Launchpad in der richtigen Position. Okay, Jeb. Q will auch mit. Wir müssen noch jemand runterholen. Wir brauchen den zweiten Platz. Okay, 3, 2, 1, Zündung. Die Gemini-Kapsel gefällt mir. Das schickt, dass wir da auch einer haben. Aim Camera. So, wie kann ich das wieder rückgängig machen? Nicht mehr Aim Camera, Reset Camera, okay. So, wir können langsam einschlagen. Minimal zumindest. Wow, sind wir schnell. Die Dinge haben zu viel Schub. So, wir lassen.
Wir lassen die Rakete stabilisieren. Damit das die Kappeln gut geht. Alle Explosionen unter uns. Das kann man gut gehen nennen. So, dann gehen wir mal raus. Wir wollen in den Orbit. Das kommt hin. Ach, wobei, wenn wir ihn als Target setzen, können wir ja auch die relative Inklination hier nehmen. Die wird gerade in die Richtung größer, das heißt, wir müssen in die. Gut, man könnte es eben auch hier nachmachen. Wir müssen hier weiter runter, also müssen wir hier weiter Richtung 90 Grad. So, wir boosten unsere Apoapsis hoch. Oh Gott, da sind immer noch 1000 Meter pro Sekunde drin. So, und Ende des Burns. Staging. Und weiter geht's. Wir lassen Jet mal probrennen. Und sollte die Inklination in der Ebene bleiben. So, und da kriegen wir schon unseren Prediction Marker, und das ist ja nett, dass der schon so weit vorne anfängt. Okay, am Schnittpunkt erstellen wir einen Node. Zufällig ist da jetzt auch der orange Marker, aber damit hat das jetzt hier nichts zu tun. Und also das kann aber nicht sein, liebes KSP. Achso, das ist die Prediction für diesen Orbit. Okay, also warpen wir mal hoch. Die Orange, das ist die, ja, wie soll ich sagen, die Vorhersage, wo wer ist. Wenn wir da sind, ist er da. Sobald wir über den orangenen Marker drüber sind, kriegen wir eine neue Vorhersage für unseren nächsten Orbit. Die will ich haben. Und damit sind wir natürlich auch über den Manövernode rüber. So, und die für den nächsten Orbit ist da hinten. Das heißt, wir brennen jetzt Prograde mit ein bisschen Richtung Himmel, würde ich sagen. Damit sollte sich die Vorhersage ändern.
So, aber das ist zu weit. So, wir wollen in Orbit fliegen. Das könnte passen. So, wir sind schneller, das heißt, wir holen auf und wir sind jetzt dahinter. Das würde also passen. Das heißt, ich würde gerne am Schnittpunkt neues Manöver. Dann ein bisschen nach da klappen. Nee, andere Richtung. Bisschen nach da klappen. Dann ein bisschen Gas geben, bis wir ein Meeting haben. Kilometer ist allerdings noch zu uncool. Wir sind gar nicht am Schnittpunkt. Gucken wir den mal hier hin. So, 6,3 Kilometer. Scheinbar ist es die Inklination, die nicht perfekt passt. So, 1,2. Da war eine 0,06. Okay, das Manöver nehmen wir. So, in 19 Minuten. Hallo Ulkaistos, einen schönen guten Tag. So, ich bringe mal schon langsam in die Richtung. Ups. Hier. So, in die Richtung zurück. Okay, 0,6, das passt. Wir warpen dahin. Meter. Ich wollte gerade sagen, hätte man eine Dreimann-Kapsel genommen, hätten wir den anderen vielleicht auch noch abholen können, aber die haben wir ja noch gar nicht. Von daher. So, stopp. Umschalten. Hallo Anina. Haben Sie sich verflogen? Vorbeigeflogen.
So, wir können ja natürlich auch wieder den Nav-Pol zur Hilfe nehmen. Prograde aufs Target. Und damit fliegen wir zum Target. Hatten sie nicht in den Gemini-Kapseln auch den ersten EVA gemacht? Crew Hatch, wie komme ich denn hier hin? Klopf, klopf. Eine Leiter gibt's nicht. Crew Hatch ist da, das heißt, ich müsste hier ein Board kriegen. Ah, doch, F. So, und wir sind gerade da. Perfekt, kriegen wir ein Tages... Wiedereintritt. Und wir können wieder aus. Wir brennen. Natürlich auf Orbit Retrograde. So 37 sollte uns stoppen. Ich glaube, runterbremsen brauchen wir nicht. Weg mit dem Service-Modul zur Seite. Die Jeb steuert Retro und wir gehen in Zeitraffer. Kurzes Experiment, ob das Ding aerodynamisch stabil ist. Scheinbar. Okay, T. So, Retro und go, go, go. Die Gesichter da unten. Wenn man nichts zu tun hat, dann kann man immer noch die Kerbals beobachten. So, wir haben keinen Drogue-Shoot dabei, das heißt, wir sollten den Fallschirm etwas früher deployen. Dass der uns noch langsam runterbremst, SAS aus. Die Shield kann weg. Bleibt aber erstmal noch da. Wir sind auf Orbit, deswegen ist das so schnell. So, na dann. Wie sieht denn die Kapsel von innen aus? Ich hab keinen Sprit mehr. Und Touchdown. Okay, C und Recover. So, hier geht mal bitte aus. Discovered MET. Ah, Nina haben wir rausgeholt. Terminate. So, und dann kommt jetzt Neftin ran. Netfen. Okay, ich würde sagen, da darf die
über Velma wieder fliegen. So, Inklination checken. Wir sind da und wollen in den Orbit. Das heißt, das Launchfenster ist zu spät. Also. Go away. Ich krieg Körbe nicht fokussiert. So. So, dann müssen wir das nehmen und nach Südosten launchen. Wobei, wenn wir das andere nehmen, dann seht ihr was. Nehmen wir also doch das. So, hier ist der Punkt. Und dann nach Nordosten. Okay. SAS an, Schub auf 100%, Wall, go. Okay, Orbit-Check passt. Set as target, Rendezvous. 1,8 Grad relative Inklination. Die relative Inklination bei Kerbal Engineer ist natürlich genau der Unterschied zwischen unserer Inklination und der Zielinklination. Inklination ist, wie gesagt, einfach nur der Winkel, in dem dieser Orbit hier gekippt ist. So, das heißt, wenn wir die Relative auf 0 haben, dann hätten wir den perfekten Orbit. Das heißt, ich probiere jetzt mal die Richtung nach oben. Relative Inklination fällt. So. Grad, das heißt, wir kommen jetzt genau in diesen Orbit. Ohne Kerbal Engineer könnte man diesen Wert über den Ascending Node festlegen. So, ich bin mal ganz kurz am Telefon, entschuldigt mich. Okay, alles wieder da. So, Inklination ist 2,55 Grad. Das ist jetzt nicht so ganz so der Hammer. Wir korrigieren das nochmal nach unten. 2 Grad, 1,7.
Okay, besser als 1,3 kommen wir nicht mehr. Für eine bessere Korrektur sind wir an der falschen Stelle. Können Sie hier nochmal korrigieren? Okay, Ascending Node. Das heißt, wir steigen da. Das heißt, am Ascending Node können wir die Inklination korrigieren, und zwar nach unten. Unten ist in dem Fall antinormal. Das ist normal und antinormal ist das. Wir sind am Ascending Node, brennen antinormal, ziehen die Inklination auf 0 Grad. Damit sind wir in der gleichen Ebene. Jetzt fliegen wir wieder zur Arboapsis. Brennen da mal ein kleines bisschen Prograde, 50 Sekunden. Sagen wir mal, wir fangen 10 Sekunden vor der Apoapsis oder 5. Brennen wir 10 Sekunden bis 5 nach. Okay, so. Dann. Wir sind da, das Ziel ist vor uns. Okay, super. Ziel ist vor uns. Wir sind auf einem Orbit, der weiter innen ist. Das heißt, wir holen auf. Allerdings, wir holen so schnell auf. Deswegen gehen wir ein bisschen Prograde-Schub, um unseren Orbit zu vergrößern. Legen nochmal besser auf den Schnittpunkt. Und jetzt sehen wir es, wir sind so viel schneller, dass wir im nächsten Orbit hier sind und das Ziel erst da ist. Das heißt, wir sind noch zu schnell. Das heißt, wir müssen unseren Orbit nochmal angleichen und brennen Prograde. Und dann haben wir hier einen Encounter von 40 Kilometer, ist jetzt noch nicht so der Hammer. Verflixt ist das sensibel. So, 4 Kilometer war schon nicht schlecht. Ah, den Rest machen wir im Anflug. Keine Lust, so einen Manövernode zu erstellen jetzt. So, wir haben hier einen 5 Kilometer Encounter. Und sind im Anflug. Das heißt, wir gehen jetzt auf Target. Prograde ist unsere Flugrichtung, Target ist das Target. Und wenn wir Prograde auf die Flugrichtung, auf das Target ziehen, sollte unser Encounter kleiner geworden sein. Natürlich genau das Gegenteil passiert. Okay. Der Punkt ist, wir sind beide auf einem Orbit, das heißt, wir driften. Das heißt, der Drift geht genau in die Richtung. Von daher muss ich das wieder erneut machen. Prograde auf Ziel ziehen. So, und jetzt sollte allerdings geringer geworden sein. 1,4 Kilometer. Jetzt wissen wir schon, dass wir nach da hinten driften. Das heißt, wir ziehen das mal noch weiter. Zeigt er mir die Kilometer nicht mehr an? Doch, 1,6. Okay. Also, genau aufs Ziel. 0,3. Also, wenn ihr euch wundert, wenn ihr es immer permanent aufs Ziel zieht, sozusagen alle 30 Sekunden, dann kommt er perfekt beim Ziel an, unter Garantie. Es driftet meistens in eine Richtung weg und ich habe gerade versucht, in die Entgegenrichtung zu kompensieren, damit während des Anflugs es genau drauf driftet. Das hat halt gerade nicht geklappt. Aber ist egal, wir haben jetzt einen Encounter mit 0,3 Kilometer. Und jetzt ist die Frage, bremsen wir die 100 Meter pro Sekunde noch ab? Müssen wir eigentlich nicht. Denn unser
Pilot. Hat genug Delta V im Jetpack. So, jetzt müssen wir das Ziel suchen. Ziel. Ziel. Da ist es. Okay, go, go, go. Wir beschleunigen genau drauf zu. 40 Meter. 30 Meter. 20. Und wir holen wieder auf. 10 plus. 20 plus. 30 plus. 40 plus. So, Zeitraffer. Etwas korrigieren, nach oben und nach links. Und wir können auch schon abbremsen. F und Board. Und Orbit Retro. Vollgas. So, 28, gehen wir mal scharf rein, 23. Gucken, ob wir hier langsam ans Limit kommen. Weg mit dem Service-Modul. Surface. 2900 Meter pro Sekunde. So, 25 Kilometer bis zum Wasser. 20. Geht locker. Ich dachte, meine Maus ist alle. Okay. Warum ging der Mauszeiger gerade kurz nicht? So, 5000 Meter. Mit dem Heat Shield. So, hier haben wir ein Radarhöhenmesser. Ein mit 6 Meter pro Sekunde. 100 Meter. Und Touchdown. Recover. So. Klack, klack, klack. Wir sind bei 1,4 Millionen. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Noch keine neuen Missionen. Achso, doch. Von wegen. Noch ein Satellit starten. Ne, das haben wir heute schon gemacht. Rescue haben wir auch noch. Was haben wir eigentlich noch? 5 Touristen plus eine Rescue-Mission. Dann machen wir die beiden jetzt. Okay. Dazu erstmal die mit MET. Da ist niemand mehr drin. Terminate.
So, das heißt, wir machen jetzt einen Mann-Flyby für 5 Touristen und retten einen Körbel. Dafür nehmen wir wieder die große. Unsere Tourist-Chip. So, die 5, das sind der Guss. Irgendwas mit Guss. So. Gela. Theo. Was? Theoeli. Und Jetming. Theoeli und Jetming. Der letzte aus der Mission ist die Maxi. Ah, okay. So, Jep. Ja, ist okay. So, save und launch. Okay, wir haben Nacht. Warpen wir mal zum Tag. So, SAS an, Schub nach oben und Zünder. What the? Viel zu hoch. Wobei, wo ist denn unser Ziel? Wir hätten vielleicht auf das Ziel aufschalten sollen. Wie brennen wir denn da? Wir gehen auf 120 zu irgendwas. Oder 130. Und es wurden 135.
Moment, ich bin mal kurz away from Keyboard, nochmal nach Strom suchen. So. Okay. Wir fliegen bis zur AP Prograde. Na, hallo Carla, die guten Tag. Und zirkularisieren auf gehen wir auf 80. Bei 87 wären besser. So, set as target. Wie schnell holt er auf? So schnell, dass das von hier noch nicht lohnt. Tracking Station. So, Zeitvorlauf. Na? Oh, da war ich zu schnell. Verflixt. So. Okay, das ist unser aktueller Abstand. Jetzt hier ein Manöver machen und Prograde brennen. Ne, Retro müssen wir brennen. Okay, also 23 Meter Retro brennen. Für ein Encounter im nächsten Orbit. So, 0,6 Kilometer Separation, das ist gut. Unser Orbit ist auch noch safe. So, und die fünf Herrschaften, die wollen nur ein Mannflyby. Wobei, ein paar wollen Suborbital Flight, ein paar wollen Orbit Around Kerbin, ein paar wollen Mannflyby. Wenn wir ein Mannflyby machen, ist der Rest auch erfüllt, von daher müssen wir gar nicht gucken, was die wollen. So, closest approach, umschalten, EVA, loslassen, RCS, Target suchen ist dort, Prograde Vector über Ziel legen. Und die Tür nehmen, wo jemand das Licht angelassen hat. Nämlich noch Platz. Ort. Okay, und damit machen wir unseren Mannflyby. Set as target. Nee, dafür ist immer zu spät.
Ach ja. So, Alignment mit dem Mann. Manrise, Prograde. Kleines bisschen Richtung Himmel, 5 Grad mehr nehme ich immer und go. Die 5 Grad mehr haben den Sinn, dass wir beim Mann abgebremst werden und damit direkt wieder zu Kerbin zurückfallen. Wenn wir genau Prograde gehen würden, würden wir auch beim Mann ankommen, nur dann lenkt er uns ein bisschen anders ab. Bin ich noch ein bisschen am Üben. So, Abo-Ups ist auf 10.000 und dann sollte sich ein Flyby ergeben. Und schon wieder geht die Prediction nicht. Och, Kaspi. Bisschen nervig ist es dann doch, die Pre-Release-Version zu spielen. Und plötzlich hat man auch eine Prediction. Komm ein bisschen scharf rein. Das heißt, peilen mal 40 Kilometer an. Das wird sich aber bei dem Flyby sowieso noch ändern, weil er beim Vorausberechnen 2 SOIs später nicht so genau ist. Wir ändern hier ja unsere Sphere of Influence, den Einflussbereich. Kommen wir nämlich in dem vom Mann und danach wieder in den zurück in den von Kerbin. Und klack. Wir fliegen weiter in die Richtung und klack. Witzig. Oh. Diesmal muss nur mal meckern, dann klappt es auf einmal. Und jetzt probieren wir hier auch mal einen Highspeed-Eintritt ohne Bremsen. Weil das sollte eigentlich klappen. Normalerweise haben wir mit dem Treibstoff immer noch gebremst, aber wozu? Okay. Re-Entry und Feuer. Das Ding ist recht stabil. Das sind die Solarzellen. Nicht erschrecken, wenn es jetzt mal kurz Bumm macht. Kamerawechsel. Die Touristen-Contracts, die geben halt massig Geld. Und im Hard-Mode ist das Geld so einer der schwierigen Sachen. Science sicherlich auch, aber sobald wir das Science Lab haben, über Land. Sieht mir fast nach Bergen aus. Okay. Druckschutz raus. Einen Zeitvorlauf. Ein falscher Kurs. So, unser Partybus ist wieder im Anflug. Hier ist was los. Okay, es ist hier recht steil. Mal gucken.
Okay, das Ding kann zum Glück nicht gut rollen. Recover. So, damit haben wir haufenweise Contracts erfüllt. Wir können den Rescue Orbit eliminieren. So, was ist das? Ach, das ist ein Contract. Habe ich aber nicht angenommen, oder? Explore the Mann, das machen wir gerade absichtlich nicht. So, und wir hätten nochmal einen Dreierflug zum Mann. 1,7 Millionen. Und ein Vierer. Das gibt 60 pro Person. Das Coole ist, wir können ja auch mixen. Dreier pluften und ein Vierer. Und ein paar Rettungsaufträge. Puh. Rescue. Okay, wir nehmen den auf jeden Fall noch. Und ein Rescue nehme ich jetzt erstmal nicht an. Wir haben schon ein paar Carbonauten. 1, 2, 3, 4, 5 gerettet. 3 Scientists, ein Pilot und ein Engineer. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns mal ein Science Lab kaufen. Okay. Ich würde sagen, wir machen noch einen Mann-Flyby. So, gleiches Schiff nochmal. Das sind 4, das sind 3. Okay, dann können wir den Auftrag komplett abarbeiten. Einer. Statine. Tedcod und Debia. Vom nächsten Auftrag dürfen die ersten beiden, Runwise und Seedorf. Rein theoretisch, wenn wir jetzt noch eine Probe Core raufpacken würden, dann könnten wir den Paper auch noch mitnehmen. Aber ich habe noch keine Probe Core, die Pro und Retro steuern kann, von daher lass mal lieber den Jet fliegen. Und Launch. Flüge werden langsam zur Routine. SAS an, Schub nach oben, 3, 2, 1. Bitte beachten Sie die Gesichter unserer Touristen. Begeisterung steht in ihren Gesichtern. Unter 20 Kilometer kann es nicht alleine der SAS steuern, oder? Doch. Doch, durchaus.
So, 75 Kilometer Orbit as usual. Okay, 77 sind es geworden. Manöver wollte ich gar nicht. Ich dachte, Warp dahin. Na gut, so. Und kommt der Mann hier gerade? Steht gerade da, okay, also erstmal Orbit. So, wenn ich ProGuide brennen würde, würde ich natürlich über die Apoapsis rüberfliegen. Da ich aber die Höhe halten möchte, beziehungsweise die Apoapsis am Ende des Manövers nicht nach hinten schieben will, brennt man ein kleines bisschen Richtung Himmel. Und da haben wir 75 zu 76. Suche dann ein Orbit. So, da kommt der Mann. Und wir nehmen wieder Prograde plus 5 Grad Himmel und go. Na, 10 reichen noch nicht. Das ist interessant, diesmal haben wir nicht so gut gebrannt. Aber ich bin noch im Zeitvorlauf. So, damit haben wir unsere Free Return Trajectory. Die kostenlose Rückkehrflugbahn von Apollo sah allerdings anders aus. Da sind sie, glaube ich, einmal um den Mann, haben abgebremst und sind dann wieder zurück. Die war auch mit dem Burn hier an der Erde so eingepeilt, dass sie um den Mann fliegen konnten. Und wenn sie da ein versagendes Triebwerk hätten, hätten sie genau eine Umdrehung gemacht und wären dann wieder zurück und in der Atmosphäre gelandet. War aber, soweit ich weiß, nie notwendig. Außer bei Apollo 13, aber da hatten sie andere Probleme. Da war es, glaube ich, ein explodierender Sauerstofftank. So, klack.
Klack. Und 40. Oh, diesmal. Gestern hat sich das verändert beim Durchflug. Und hier kommt ja auch täglich eine neue Version raus. So, 70 Kilometer weg mit dem Service-Modul. Jeb steuert Retro. So, die Solarzellen werden ein bisschen heiß. Critical Part, Heat Shield. Achso, na gut, okay. Das Heat Shield ist natürlich am heißesten. Ah, jetzt ist es das Photovoltaic Panel. So, und das wäre der nächste Touristen-Mann-Flyby. Wir verdienen uns genug Puffer, um danach unser Raumfahrtprogramm hoffentlich gut durchzuziehen. Wobei, ein bisschen traurig bin ich schon. So einfach werden wir nie wieder Geld verdienen können in der Karriere hier. So, Drogue Shoots. Bis, sagen wir mal, 700 Menschen. Ach, wir hätten sogar noch 200 tiefer gehen können. Und Touchdown. So, 2,9 Millionen. Könnten ja mal irgendein Upgrade kaufen. Wobei, das macht keinen Sinn, irgendein Upgrade kaufen, wenn man keins braucht. Das haben wir schon. Komm mal, einen vernünftigen Runway. So, den halb vernünftigen. So, Mission Control ist schon auf Status 1. Spaceplane Hangar. Ich baue die so selten, okay. Das Launchpad Upgrade. 1,6 Millionen. Boah, das ist alles so teuer auf Hard. 1,6 Millionen fürs Web. Die 500.000 für das große Launchpad. Dann kommt hier nochmal 1 Million für das R&D. Das brauchen wir auf jeden Fall noch. Die Tracking Station wollen wir aus Antennenreichweitengründen auch irgendwann mal auf 1,2 Millionen haben. Puh. Nehmen wir mal noch Unlimited Contracts, auch wenn wir es gerade nicht wirklich brauchen. Unser erstes full upgradetes Gebäude. Wollen wir schon mal auf ein richtiges, ordentliches Launchpad upgraden? Ah, weg mit dem Geld. Okay, damit sind wir wieder zurück bei 300.000. So, der Touristen-Contract lohnt nicht wirklich. Die wollen noch einen Curve in Orbit und zahlen dafür kaum was. Schon besser. Science Data vom Space Around Kerbin, das funken wir doch mal. Valentina hat ein Date auf Ike, mach mal was. So schnell geht das nicht. SQ.
Okay. So, machen wir einen Einflug. Auf die Wahl mal wieder eine Runde drehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, machen wir Folgendes. Dann alle Touristen rein. Rescue-Mission haben wir gerade keiner. Dann kriegt Bill noch mal einen Trip, damit er seinen ersten Stern kriegt. Tja. Okay. 3, 2, 1, Zündung. Ja, für Twitch ist der Hartmut halt ein bisschen grindig, weil ich bin jetzt hier nur am Geld verdienen. Und das geht gerade besser als in allen anderen Situationen. Von daher ist es leider immer das Gleiche. Tut mir ein bisschen leid. Aber ich glaube, ja, ich kann da nicht groß was dran ändern. Wir brauchen das Geld. Unsere Space Agency war jung und wir brauchten das Geld. Hey, und ich würde sagen, wir haben mit Erfolg ein kommerzielles Raumfahrtprogramm eingeleitet. Na, nicht abkippen. Ist doch noch eine kleine Diva hier. So, 22. So, das ist steil genug, wir gehen runter. So, 75 Kilometer Apoapsis. Gut, die wird uns schon nicht auf den Kopf fallen. So, raus aus der Atmo. Okay, und go.
So. 72 Kilometer. Wo ist der Mann? Oh. Der kommt gleich. Perfekt. Right. So, Prograde plus 5 Grad und go. Ach ja. Jackio ist ein bisschen langweilig heute, wa? Vielleicht sollten wir den Hardmode wieder an den Nagel hängen. So, PE von 85. Hardmode ist super. Naja, aber... Ich vertraue dem Zeitraffer nicht, seitdem ich das letzte Mal da einfach durchgeflogen bin. Normalerweise hat er beim Encounter und beim Escape einen Zeitrafferstopp drin. Diesmal, doch, ja, ist auf vierfach runtergegangen. So, wir müssen 55, ja, bisschen wenig. Also, wir probieren mal 35. Gucken, wie safe das ist. Okay, Atmo. Weg mit dem Ding und Retro. Und rein geht's. So, was ist jetzt hier warm? Die Modular-Gördersegmente. So, die heißesten Sachen sind natürlich Heat Shields, ja. Da kühlt es auch schon wieder ab. Okay, wir gehen im Zeitraffer runter. So, Drugs bei 4000. Will Deployment bei 2,5. Hauen wir mal die Hauptfallschirme bei 500 raus. Okay, haben wir noch 300 Meter Toleranz. Und recovered. Komm, wenn wir am Tag losfliegen, kommen wir immer in der Nacht zurück. Es ist so. So. Sind wieder auf 500.000 hoch. Drei
3-Sterne-Mission und dann so wenig Geld. Rescue, Rescue, Rescue. Wir könnten natürlich auch nochmal Rescue-Missionen sammeln. Und dann 6 Rescue-Missionen machen, dann haben wir erstmal genug Astronauten fürs Programm. So. Die kleinen minus 3 Reputation. Eigentlich könnten wir uns das leisten. Die billigen Missionen, die kleinen. Ich weiß halt nicht, wenn wir die kleinen, weil eigentlich der Missionstyp ist der gleiche. Wir wollen nur nicht gerade die. Kriegen wir nachher weniger davon angeboten. Vier, fünf, sechs, sieben. Warum hat er einen 3-Sterne-Rescue-Auftrag? Nehmen wir Irene an. Exceptional. Die sind wir wahrscheinlich wieder in so einem abgedrehten Orbit. Genau, 1-Stern-Rescue-Auftrag ist im Kerbin-Orbit. Das ist sowieso unser Park-Orbit, wenn wir Richtung Mann fliegen. Da bietet sich das immer an. So, letzter Flug. Letzter Flug für diese Aufnahme. Wenn wir die unteren beiden nehmen, kriegen wir mit 6 Leuten 2 Missionen erledigt. Er hat jetzt auch seinen Stern. McBee, Slack und Lege. Ach du Schande. McBee? Ach, Marby. Nein, McBee. Jemand anders. McBee. Slacy. Und Slege. Und Kergy. Annie und Tian. Und ab geht's. So, was ich jetzt gerade am Überlegen bin, was doch auch cool wäre, ist, für die Rakete ist, ach nee, das ist doof. Ich wollte gerade launchen, dass wir direkt zum Mann launchen können, aber das dauert ja einen ganzen Tag. Wenn wir auf Orbit, wenn wir im Orbit sind, geht es schneller. Von daher lohnt es mehr. Valentina und die Touristen. Gesichtsausdrücke sprechen Bände. Einer, der Annie.
Henny und sechs Damen auf dem Mond. So, 76 Kilometer Orbit. Hallo Leon, guten Tag. Es gibt hier heute nichts Interessantes zu sehen, wir sind nur am Arbeiten. Mann, Flyby, landen. Mann, Flyby, landen. Mann, Flyby, landen. Mann, Flyby, landen. Genau, Geld verdienen. So einfach wird's nie wieder in der Karriere. Nehme ich an. Weil wir später natürlich auch mit Aufträge für mehr Geld kriegen, aber. Müssen wir mal gucken. So, 74 zu 72 ist in Ordnung. Einen Orbit. Irin, wir holen dich auch bald ab. So. Sunrise, Prograde plus 5 Grad und Vollgas. Okay, du hast nochmal eine Science-Karriere gestartet. Mini-Modus. Ja, ich habe danach nochmal überlegt, was ich damals noch sagen wollte. Ich kann mir schon vorstellen, dass das hier bei mir im Stream recht leicht aussieht. Aber man muss bedenken, ich spiele halt auch schon 4 Jahre. Und ich habe mich in der Freizeit hier und da auch auf gewisse Themen angelesen, weil sie mich einfach interessiert hatten.
Von daher bin ich da vielleicht ein schlechter Referenzwert. Ein schlechter Vergleichswert. Also KSP ist schon nicht schwierig. Ich glaube, für wenn man anfängt, ist eine Reise zum Mann inklusive Landung schon nicht schlecht. Und wenn man dann auch noch den Piloten zurückkriegt, das ist schon richtig gut, denke ich. Hin muss ist von der Landung natürlich ein bisschen einfacher, aber dafür muss man die Inklinationskorrektur unterwegs am Ascending Node machen oder am Descending Node. Ich glaube, das sollte man nicht aus den Augen verlieren. Dass ich da mit 4 Jahren Spielerfahrung vielleicht nicht so der Vergleich bin. Weil da hat man schon natürlich unweigerlich irgendwo ein bisschen geübt. So, wir hätten hier natürlich Prograde brennen können. Wir können jetzt aber auch gleich Retrograde üben. Brennen. üben. So, und gehen wir mit 40 Kilometer rein. Also im Endeffekt, man muss es einfach nur langsam angehen. Dann klappt das auch. So, das Ding zur Seite weg. Retro. Vollgas. Interessant, dass sich die eine Kapsel so ein bisschen aufheizt. Die anderen nicht. Wenn ich mal ein bisschen bewege, dann ist sie wieder weg. Ja, stimmt schon. Ich mag den, wobei ich mag das Fliegen zum Mann, weil das ist so schön einfach. Orbit mit 0 Grad Inklination und dann Prograde brennen. Fertig. Was ich hier ja auch gerade die ganze Zeit 1000 Mal mache. Bei Min muss man noch ein bisschen mehr arbeiten. Das heißt mehr, es ist einfach mehr zu tun. Nicht, dass es unbedingt schwieriger ist. So, wir fallen wieder auf, sagen wir mal, 4 Kilometer runter. So, und Rooks bei 4. So, Hauptschirm bei 500. So, und recover das Ganze. Aber ich freue mich gerade so ein bisschen, dass wir mit der Methode eigentlich unser ganzes KSC freispielen können. So ein bisschen. Ach, für Surface Sample müssen wir das auch noch upgraden. Okay. Gibt es gerade an Aufträgen. Wir haben einmal Rescue, Science Data habe ich vergessen zu funken und 4 Touris. So, da haben wir nochmal Touris. Oh, hier gibt es 1, 2, 3, 4, 5 mal
Fast 70.000. Yes. Perfekt. Okay, damit sind die nächsten Touristen gesichert. Aber... Oh Gott, wir haben 65 Meldungen. Zehn Minuten. Ach komm, wir machen noch den einen mit dem vielen Geld. Ich will auch ein paar abhaken. Ich hol zwar immer neue dazu, aber... Das mit dem vielen Geld waren die fünf, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die Shell, Oprot. Was? Wo? Obort gibt's hier nicht. Doch hier. Munsel Leali. Munsel Leali. Und Dunkal. Okay, dann verbinden wir das mit dem Rescue-Auftrag und mit dem Science-Funken. Dann fliegen wir hier mit 5. Gucken, ob ich diesmal an die Science denke. Crew Report müsste reichen, aber wir haben auch ein Thermometer. Genau. So, und dass wir nicht ewig warpen, versuchen wir mal das zu rettende Schiff direkt anzusteuern. Fliegt auf 70 Kilometer, also ist eigentlich besser, er ist vor uns. Ich würde sagen, das reicht schon, dass er vor uns ist, bis wir da oben sind. SS an. Vorne habe ich es geschafft, den Kurs zum Mann so zu setzen, dass ich direkt hätte landen können. Auf die Flybys habe ich mir bei dir abgeguckt. Allerdings habe ich das Abbremsen auf Körbe noch nicht so drauf. Ich drehe meistens so 2-3 Runden. Da musst du einfach tiefer rein. So 40 Kilometer ist eigentlich ein Kurs, der dich so leicht reinbringt wie möglich, aber trotzdem garantiert abbremst. Vom Mann auf 40 Kilometer sollte dich runterbremsen. Es sei denn, du hast was Hyper-Aerodynamisches. Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir kippen. Puh. Was, nicht auf Xbox? Spielst du auf der Xbox? Echt? 40 Kilometer reichen nicht? Ach ja, natürlich. Ich spiele ja die 1.2 Pre-Release. Und die Atmosphäre ist dicker geworden. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann musst du... gehst du 35 oder 30 rein. Das ist auch so eine Sache bei KSP. Da ändert sich so viel so oft. Das ist eine Aussage, die man trifft auf einer anderen Version, gar nicht gültig. Okay, wir sind zu hoch. Also noch sind wir nicht zu hoch, aber... Set as target. Ja. Hast du es dir denn alternativ jetzt nochmal für die Xbox geholt?
Oh, verdammt. Wir sind doch noch zu schnell. So, perfekter Schnittpunkt. Ach so, umgekehrt, du hattest es erst für die Xbox, verstehe. Du hast ja wegen Problemen die PC-Version gehabt. Ah, okay. Okay, Prograde und Feuer, wie weit ist es weg? Ach, 84 Kilometer. Ja, ich würde sagen, das war wohl nichts mit einem direkten Anflug. Aber im nächsten Orbit dann garantiert. Oh, wir sind zu tief. Ups. Müssen wir hier doch noch mal richtig manövrieren. So. 5 Kilometer, das können wir nehmen. Hey, mal nicht vorbeifliegen hier. Okay, Target. Wir ziehen unseren Prograde Vector aufs Ziel. Uns da hinten einen Counter von 3 Grad, Quatsch, 3 Kilometer. Zwei Kilometer. Ein Kilometer. Wow, 0,1. So. Und Prograde driftet aufs Target. Und der Mann ist auch gerade da. Oh, das hinkriegen? Ah, ich glaube, das ist zu knapp. Wir sollten lieber einen Orbit später da beschleunigen. Sonst wird das nix. Hallo Irin. Wollt mich abholen. Da.
So, wenn ich jetzt wüsste. Hey, Zeitraffer, stopp, halt. Da ist Valentina drin. Hier ist noch was frei. Und drin. So, Munrise. Munrise war schon. Schade. Hallo Gottfried. Guten Tag. So, nächster Munrise steht bevor. Das sind wir, der hintere. So, Prograde, aber nicht Target. Da ist er. Prograde plus 5 Grad. Und go. Oh, und was mir einfällt, schon wieder fast vergessen. Science Data vom Space Around Kerwin. Lock Temperature. Okay. Wieder mit der Touristen, die ganze Zeit nur mit der Touristengondel unterwegs. Also im Moment verpasst man hier nicht viel. Nur am Geld verdienen. Aber das Space Center wird so langsam ausgebaut. Ich glaube, von Hard Mode Karriere haben wir schon recht viel. Aber ja, glaube ich. Ob es so ist, ich weiß es nicht. So, jetzt sagt er wieder den Flyby nicht voraus, aber das soll uns jetzt egal sein. Das sollte so halbwegs stimmen. Ja, eigentlich leben alle Carbonauten noch, bis auf einen, den wir gerettet haben und der dann nochmal ein EVA machen sollte und dann in die Luft geflogen ist beim Aussteigen. Was eigentlich ein Bug in der Pre-Release ist. Ansonsten haben wir noch niemanden verloren. In dieser Karriere. Unser Mann-Taxi ist jetzt eigentlich auch schon so oft approved. Wenn ich jetzt hier nicht einen großen Fehler mache, dürfte hier auch nichts schief gehen. So. Brennen diesmal ein bisschen radial out. Das Target gesetzt. So, 40 Kilometer und heimwärts geht's. Den Bug hattest du auch schon ein paar Mal. Ja, eigentlich hatte ich gedacht, sie hätten ihn gefixt. Okay, weg mit dem Modul. Zum Fighting am Tank. Ja, die Transferstufe, da sind zwei Tanks ineinander geklippt.
Sonst wäre das Ding noch hässlicher. So. Raus mit den Rogues. So, 2,5 über Ground. Radarhöhenmesser. Hauptschirme bei 500. Okay. Und klack. So, jetzt aber wirklich erstmal eine Aufnahmepause. Lass noch mal gucken, wir sind wieder bei 1,1 Millionen. Wir haben noch mal 4. 8. Oh, nochmal 3,70er. Ist gebongt. Und 5,60er. Ist auch gebongt. Ich sehe das schon kommen. Ich werde noch hier ein paar Stunden nur Mannflyweiß machen. Ich davon träume. Science Data vom Space Around Mann. Das kann man natürlich auch noch mitnehmen. Aber das ist fürs nächste Mal. Ja, aktueller Status. Runway auf Stufe 2. Launchpad auf... Oh, Stufe 3. Genau. Mission Control auf Stufe 3. VAB auf Stufe 2, Tracking Station Stufe 2, Astronaut Komplex Stufe 2. R&D ist noch 1, das wäre sozusagen das nächste. Nee, R&D ist 2. Okay, ja. Also, die nächsten Flüge in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Wer die Motivation hat, hier noch reinzuschauen, obwohl wir andauernd gerade das Gleiche machen. Und ich gucke gleich nochmal, zu wem wir nochmal rüberschalten können. Und ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.